Sehr geehrter Herr Präsident des Deutschen Pflegerats, lieber Herr Wagner, sehr geehrte Mitglieder des Deutschen Pflegerats, sehr geehrter Herr Minister Laumann, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich war überrascht und habe mich sehr gefreut, als mir mitgeteilt wurde, dass ich den Deutschen Pflegepreis verliehen bekommen sollte. Ich bedanke mich herzlich für diese Auszeichnung. Ich bin dankbar, dass ich die vergangenen 25 Jahre seit meiner Rückkehr aus den USA dahingehend wirken konnte, dass zum einen die pflegerische Akademisierung letztendlich in ganz Deutschland erfolgreich implementiert werden konnte und zum anderen, dass die Absolventinnen und Absolventen dieser ersten Studiengänge die Bedeutung einer beruflichen Selbstverwaltung erkannt und diese in Form einer Pflegekammer verwirklicht haben. Es tut mir sehr leid, dass ich aus gesundheitlichen Gründen diese Auszeichnung nicht persönlich in Empfang nehmen kann. Meine liebe Absolventin und Kollegin Ulrike Schleich wird dies an meiner Stelle tun. Ich schicke Ihnen allen herzliche Grüße aus Mainz.